Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch. Und zwar ist gestern Abend auf dem PTR die Oasis-Map rausgekommen. Allerdings war gestern Abend der Server so kaputt, Blizzard hat da irgendwie einen Fehler gemacht beim Patch oder so, dass keiner die Oasis-Map spielen konnte. Jetzt versuche ich es nochmal. Es kam gerade ein kleinerer Patch wieder, der runtergeladen wurde, so 100, 200 MB. Und ich hoffe, dass es jetzt gefixt ist und ich mir Oasis als Spectator anschauen kann. Jawohl. Es geht. Es hat noch keine Stimme. Aber Oasis ist eine King of the Hill Map, so wie Nepal. Und wir gucken uns das jetzt an. Das hier ist anscheinend das Startgebiet. Oder auch nicht. Weil hier spawnt keiner. Wo sind wir denn hier gespawnt? Gucken wir uns. Oh, sie ist wunderhübsch. Ich habe hier gerade Wiesing-Streifen. Seht ihr das? Mach Wiesing mal an. Dann bin ich zwar auf 60 gelockt, aber dann habe ich diese Wiesing-Streifen nicht. So. Da hinten sind die Gegner. Wo sind die anderen? Doch, da gespawnt. Ah, okay, dann ist das der eine Spawn. Und das da hinten der andere. Und um welchen Punkt geht es denn hier? Um den. Die Map ist voll hübsch. Alles klar, um den Punkt hier geht's. Okay, hat auch zwei Ebenen. Und da kann man auch rausgucken. Das ist so ein typischer McQueen-Spot hier. Kann McQueen hier hin irgendwie? Nee, eigentlich nicht. McQueen kommt da nicht hoch. Außer eine May würde ihm helfen. Dann könnte es klappen. Ja, von da könnte eine May dann irgendwie... und oder er geht hier hin. Aber sehr interessant. Ich habe hier Bots eingestellt auf Mittel. Ihr wisst ja, Bots sind nicht so intelligent. Aber ich wollte halt die Map in Ruhe einmal anschauen. Wir werden sie uns gleich auch mal in einem richtigen Match anschauen. Ich hoffe, dass die von Blizzard so cool waren. Und das Quick-Match so eingestellt haben, dass sehr oft Oasis kommt. Okay, hier ist noch ein Health-Pack. In der Mitte. Es soll aber auch Jump-Pads geben. Aber es kann ja sein, dass das hier gerade eine Map ist, wo die Jump-Pads nicht verfügbar sind. Weil... die Capture oder die King of the Hills Map hat ja immer drei Maps, ne? Okay. Gut. Ich hoffe, dass wir gleich dann irgendwie noch die Chance bekommen, die anderen Maps zu sehen von Oasis. Hier sehe ich gerade kein Jump Pad, aber es ist eine richtig schöne Map. Ich finde die richtig cool. Das ist somit die schönste King of the Hill Map, muss ich sagen. Hier so Shisha-Bar mit den Kissen. Ah, da kann man sich schön hinsetzen. Ach, guck mal, da kann man schöne Sachen machen. Ja, ja. Doch, das ist sehr, 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 sehr cool. Auch hier im Hintergrund mit den Autos hier rumfliegen. Da hinten sind noch Schiffe. Heilung verstärkt. Ja, doch. Doch, doch. Könnte mir gefallen. Da hinten das riesige Gebäude. Das ist schon sehr geil. Sieht man im Hintergrund irgendwas, was man kennt? Weil bisher hat man ja in manchen Maps, in Anubis sieht man, glaube ich, zum Beispiel, im Hintergrund eine andere Map oder bei... mir fällt gerade der Name nicht ein. Da sieht man im Hintergrund ja immer so Andeutungen von den anderen Maps. Da unten die Bots, die fighten sich. Ich finde, dass das so grün ist hier. Kann man da drauf? Das wäre mega sneaky, wenn man da... oh, wenn da eine Widow hoch könnte. Leute, wir müssen hier doch mal ausprobieren, rumzulaufen. Ich glaube, ich stelle gleich Bots ein und laufe hier mal auf der Map rum. Das machen wir jetzt. Wir haben uns jetzt hier die erste Map angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie die heißt hier. Kann ich jetzt gerade leider nicht nachschauen. Bei Tab funktioniert im Spectator-Modus nicht. Was ist denn hier unten? Ah, nochmal der Weg nach unten. Dann kann man hier lang. Kann hier hoch. Ist auf dem Telefon was drauf? Ah, einfach nur die Tasten. Okay. Ja, die fighten sich hier um den Punkt. Okay, wenn ich jetzt so ein bisschen länger warte, dann wechseln die Map von alleine. Dann können wir uns die nächste Map auch noch anschauen. Die Blauen machen das gerade ganz gut. Solange die Roten jetzt hier nicht irgendwie voll reinhauen. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, die Blauen, die machen das ganz gut hier. Mach den McQueen mal bitte weg und den Reaper. Und dann können wir hier weiter auf die nächste Map. Dankeschön. Das schaffen sie nicht mehr. Sehr schön. Sehr gut gemacht, blaues Team. Sehr gut. Dann können wir uns vielleicht die nächste Map auch noch anschauen. Ich sehe hier gerade was. In dem Spawn hier, in dem anderen Spawn,
ist hier voll die eklige schwarze Masse am rumwobbeln. Voll eklig. Das ist der andere Spawn. Nicht da, wo wir vorhin gestartet sind. Hier gibt es auch wieder so ein Blackboard. Es ist lustig, dass die hier alle irgendwie so stehen, als ob sie irgendwas machen würden. Ist das schon eine andere Map jetzt? Ja, ne? Nee. Hä? Wo sind wir hier? Das ist eine andere Map. Moment. Ja klar ist das eine andere Map. Was laber ich für einen Scheiß? Ist das hier... Oh, okay, das ist ein Punkt, da kann man reinspringen. Ich war gerade irgendwie im Gedanken noch, dass das die gleiche Map wäre, aber kann ja gar nicht. So. Ist im anderen Spawn auch so eine schwarze Bobbel? Nee. Hier ist so eine Wand. Ist da was drauf? Ah, das sieht aus wie... Okay, das ist so ein Labor. Sie scannen hier was. Okay, ist das die Map mit den Jump Pads? Das sieht irgendwie so aus, ne? Warte mal, hier kann man noch runter. Huch, da hat sich irgendwie meine Maus gerade aufgehangen. Ist das ein Jump Pad? Ist dies ein Jump Pad? Sieht so aus. Guck mal, hier oben ist auch hübsch. Aber wir haben ziemlich offene Punkte bei Oasis bisher. Der hier ist ein bisschen geschlossener mit den Türen. Das kann man ein bisschen besser kontrollieren. Das ist ja nice. Zum Konferenzsaal hier. Wir werden aber auf jeden Fall auch nochmal ein Ründchen dranhängen und gucken. Die ist ein bisschen geschlossener hier, die Map. Die erste, die wir gesehen haben, die war zu, nicht zu, die war offen. Und da war ganz viel Außenbereich. Hier sehen wir auch ein paar Inseln. Hier kann man auch hin. Dann kommt man direkt auf den Punkt von hier, genau. Aber ich glaube, das sind immer noch nicht, ist immer noch die Jump, ich glaube, die Jump Pad Map, das ist nur eine, ne? Ich finde das hier unten sehr hübsch irgendwie. Das ist, hat irgendwie was. Das hat irgendwie Style. Das ist aber auch, wenn ein guter Lucio ist, ey, dann kannst du hier so zack. Okay. Ja, wenn jetzt die Roten gewinnen, wäre auch okay. Dann sehen wir trotzdem die nächste Map noch. Der müsste ja einmal auf jeden Fall alle durchwechseln. Wenn nicht, ist das Spiel gegen mich. Ich finde es lustig, wie die Roboter hier alles scannen. Als ob das hier irgendwie verlassen ist und die hier irgendwie jetzt alles untersuchen. Aber da fand ich die erste hübscher. Ich finde hier den Punkt cooler, muss ich sagen. Unten mit dem Loch drin, dass du da reinfallen kannst. Kannst halt... Das ist halt wie Ilios, der Brunnen, nur dass du hier die Leute runterschubst und sie halt nicht tot sind. Aber sie müssen halt trotzdem den Weg nach oben erst wieder finden. Ich glaube, Weeper denkt auch die ganze Zeit, er wäre noch ein Punkt. Der Bot, weil der geht da irgendwie nicht weg. Jetzt haben die Blauen echt noch den Punkt bekommen. Das kann ja einfach nur Ewigkeiten dauern jetzt. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Was haben wir denn hier für Plakate? Okay. Das ist ja Indien, ne? Oasis spielt in Indien, genau. Da hinten sieht man noch die Wüste. Oasis ist aber, macht seinen Namen aller Ehre. Es ist echt nur Oasis. Guck mal, da oben fliegt auch so ein Roboter rum. Kann man auf den Dingern hier landen? Kann man da durchfliegen? Das ist eigentlich immer ein gutes Indiz, ob man da irgendwo drauf landen kann. Anscheinend kann man darauf nicht landen. Wenn man da durchfliegen kann als Spectator, kann man meistens auch nicht drauf landen. Ziemlich hohe Decken auch. Also es ist, Farrah und so sind hier nicht beeinträchtigt auf den Maps. Und das ist eigentlich auch ganz cool so. Muss man ja mal sagen. Ich finde das gerade gut, dass ich hier als Spectator genommen habe, weil im Battle kann man sich das nie so gut angucken. Deswegen mache ich das hier im Spectator-Mode. Schau mir das alles hier so ein bisschen an und gehe auch ein paar Wege ab. Und dann kann man sich auch ein paar Wege angucken schon mal hier. Der Weg nach oben ist halt ewig lang, ne? Bis dann hier wieder oben ist. Weil man kann hier einen runterschubsen, dann sitzt du hier, hast da noch ein Healpack. Ja, dann überlegst du, wo gehe ich raus? Dann gehst du hier raus, musst dann hier den ganzen Weg, dann die Treppe hoch und dann bist du wieder auf dem Punkt. Ich glaube, der Weg dauert sogar noch länger. Du musst durch die Mitte gehen, damit man wieder schnell oben ist. Ich meine, als Spectator bin ich eh ein bisschen schneller vorhin, weil ich das hier kann. Ich kann hier so Speed boosten. Gucken wir uns hier nochmal die Sachen an. Loading Data. Ja, gut. Ich glaube, so
Ich frage mich, was das hier für Dinger sind. Das sieht aus, als wie aus irgendwie so Tempeln, auch irgendwie aus dem Tempel des Anubis und so. Aber unter dem Tempel des Anubis soll ja auch irgendwas versteckt sein, was Junkrat ja... Nee, gar nicht, was Junkrat gefunden hat. Junkrat hat was in Australien gefunden. Farrah hat was im Tempel des Anubis verteidigt. So, jetzt müsste ja die dritte Map kommen. Bitte? Die dann hoffentlich mit den Jump Pads ist. Oh. Okay, hier haben wir ein Restaurant. Mit einem Omnikoch. Kann man hier rein? Oh, man kann da rein. Man kann die ganze Küche auseinandernehmen. Ich sehe es schon kommen. Oh, cool. Kann man die hier... Das müssen wir gleich testen, ob man irgendwas mit dem machen kann. Was gibt's da zum Glas? Hier ist die Tür. Ah, das ist die Jump Pad mit. Ja, genau. Das haben sie bei der BlizzCon nämlich gezeigt, das Bild. So ungefähr haben sie es gezeigt. So. Es fahren ja auch Autos rum, tatsächlich. Ich glaube, das ist... Genau, hier. Kann man da denn hin? Oh, oh. Die machen richtig Damage, glaube ich. Ja. Die machen Damage. Wie cool ist das denn mit den Autos, bitte? Die Autos sind mega cool. So, hier gucken wir uns mal hier um. Hier haben wir einen riesen... Kann man da drauf? Kann man da runter? Ist man da tot? Ja, man ist da tot. Man ist eindeutig da tot. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bots auch die Jump Pads benutzen werden. Ich find's lustig, wie lange die in der Base stehen bleiben, obwohl das Spiel schon losgeht. So, die gehen erst in der letzten Sekunde los. Aber wo sind diese ominösen Jump Pads? Habe ich sie gesehen und noch nicht erkannt? Man weiß es nicht. Hier ist ein Jump Pad Zeichen. Aha, da ist es. Okay, das ist ein Jump Pad. Alles klar, dann kann man hier hoch. Hier drauf. Sich hier einen abhüpfen. Und auf den Punkt schießen. Vielleicht geht der Rand hier auch kaputt. Man weiß es nicht. Hier durch kann man nicht, ne? Nee. Stehen die immer noch in der Base? Ich verstehe es nicht. Kämpft ihr nicht mehr? Habt ihr keinen Bock mehr? Hallo? Irgendwie sind die kaputt. Ich glaube, die wissen nicht, wie die Map hier zu handeln ist. Lol. Wie geil ist das denn? Die sind für die Map noch nicht programmiert. Ja, wie geil. Okay, wir gucken uns kurz noch ein bisschen die Map an. Dann springe ich in ein richtiges Match. Was heißt richtig? Obwohl, ich versuche mal in ein richtiges Quick-Match zu kommen. Mache ich jetzt am besten. Und dann gucken wir uns die Maps hier mal an. Bis gleich. Das ging schnell. Instant in ein Match gekommen. Gucken wir mal. Ich spiele Roadhog. Gucken wir mal, wie das ist. Ich bin in ein laufendes Match gekommen. Okay, das erklärt einiges. Aber es hat gerade erst angefangen. Okay, wir sind auf der Map, die ich noch nicht kenne. Doch, das ist die erste, die wir hatten. Da oben ist der Farrah. Okay, cool. Wieso werden wir jetzt hier so gepummelt? Where are the cars? Not on this map. Schon lustig, dass die Leute denken, jetzt verfährt ja auf jeder. Die denken, manche Leute denken halt nicht so weit, dass es drei oder ich weiß, drei Maps muss es geben, ne? Drei Maps müssten es sein, die es gibt. Natürlich, Willy. Meinst du, wir labern Scheiße oder was? Du musst halt. Oh Gott. Der läuft mir hinterher, oder? Sombra online. Oh, ich habe die goldene Rotor-Code-Regel verkackt. Ah, ich dachte, der WW ist schon angehittet. Ist jetzt schade, dass wir nicht die Automap bekommen haben, weil das ist die interessanteste mit den Jump Pads. Das ist echt die interessanteste. Aber an sich freue ich mich, dass diese Map auf dem PTR ist. Die wird leider erst, glaube ich, im Januar rauskommen auf dem richtigen Server. Ich kann gerade überhaupt nicht spielen. Vielleicht liegt es an V-Sync, dass ich V-Sync anhab. Oh Gott. Lass mich mal heilen. Weil V-Sync bin ich nicht gewohnt, aber ich hab's jetzt einfach mal an. Damit wir immer die stabilen 60 FPS haben und nicht diese komischen
Ja, es spielt sich echt anders gerade. Vielleicht ist das gerade sogar besser für mich. Was? Der hat überlebt? Was ist das denn? Wie hat der den Schuss überlebt? Es ist mir eigentlich auch egal, ob wir jetzt hier gewinnen oder nicht. Ich will die Maps alle mal. Ich will diese Jump-Pad-Map sehen und die Auto-Map. Da will ich drauf. Also, Blue Team, gebt mal auf, bitte. Zieht das nicht so in die Länge. Next Map, komm. Ey, das ist echt anders gerade mit V-Sync. Normalerweise habe ich V-Sync aus, weil V-Sync ist bei Aufnahmen immer so. Weil das minimiert halt die FPS, die man im Spiel hat. Wieso? Hä? Hat Genji irgendwie mehr HP? Was ist los? Das funktioniert sonst nie, dass Genji das überlebt. Irgendwas ist komisch hier. Irgendwas ist anders. Okay. Automap. Komm. So, this is the car map. And with the jump pads. Let's have fun with it. So. Kann ich irgendwie einen nehmen, der cool ist? Zum Rumlaufen? Tracer. Kann Tracer nicht. Aber ich will jetzt Fun haben mit den Autos. Hier, wie viel Damage macht ein Auto? Jawoll! Instant tot. Und kann ein Roadhog davon auch sterben? Das ist jetzt so. Achso, und? Ich will gucken. Ihr seid geschützt, okay. Ich will gucken, ob ein Roadhog auch von dem Auto stirbt. Müsste eigentlich. Ich glaube, die machen 2000 Schaden. Ja. So. Habe ich schon gehört, dass Autos 2000 Schaden machen, damit halt auch wirklich jeder Charge stirbt. So, und jetzt gehen wir mal zum Jump Pad. Auf jeden Fall habe ich gerade confirmed, dass ein Roadhog von einem Auto stirbt. Der Char mit dem meisten HP neben Diva. Jetzt gehen wir mal auf dieses Jump Pad. Ei. Ei. Ich tue die exakte Nummer nicht wissen, aber ich habe es gehört. Mehrmals schon. Ich glaube, es stand sogar im Reddit. Und Goro hat es auch gesagt. Ich weiß nicht, ob das von Goro stimmt, aber ich glaube, es stand sogar im Reddit. Ansonsten, die genaue Nummer steht wahrscheinlich im Reddit. Man müsste das halt einfach testen. Man müsste einfach mit Schilden und Lucio Boost mal gucken, ob man dann immer noch verreckt. Ich will eigentlich aufs Jump Pad. Und dann kam Genji, der Penner, und hat mich getötet. Was zur Hölle, du Potsau. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch nur aufs Jump Pad. Mein Gott. Hier, Farah, hier, die. Boah, Genji! Lass mich doch in Ruhe. Ich will zum Jump Pad, Mann. Wo ist das Jump Pad? Da. Ne, hier ist es gar nicht. Ich will doch nur zum Jump Pad. Lass mich doch in Ruhe. Schießt der Ferrer auf mich? Ernsthaft? Und sie trifft nicht? Okay. Ich will zum Jump Pad, bevor die Runde endet. So. Alles klar. Okay, man springt von alleine drauf. Also, man springt von alleine da drauf rum. Und wieder hoch. Und hooken. Ah, oh, schade. Das wäre nice gewesen eigentlich. Ich geh drauf. Mein Punkt. Jetzt räumen wir hier auf. Jetzt mache ich mal mit hier. Attacke. Oh, Genji, ey. Genji gibt mir so auf die Eier. Schon allein, weil der Genji mir die Jump-Hits versauen wollte, da das eine Mal. Lächerlich. Und alle, die jetzt GGEs schreiben, sind echt arme Tierchen und Menschlein. Denn man wollte sich die Map angucken. Goddammit. Spielt doch nicht auf dem PTR und spielt serious. Ich hätte jetzt schon gerne noch die andere Map gespielt.
Aber naja. Nicht alle Menschen gönnen einem das. So, wir haben einen Einblick in die Oasis Map. Ob das mit den 2k Damage stimmt, nicht stimmt, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Ich gehe aber mal davon aus, dass das verdammt viel Damage ist, damit jeder Charakter stirbt. Garantiert. Damit das nicht unfair ist, sondern dass zum Beispiel eine Tracer plattgefahren werden kann und Dings nicht. Was mich jetzt noch... Obwohl, nee, ich wollte gerade überlegen, ob ein Reinhardt mit einem Schild... Weißt du, was wir jetzt noch machen? Also, wir gehen in ein benutzerdefiniertes Spiel. Gehen kurz auf Oasis. So. Fügen mal keinen Bot hinzu. Starten komplett alleine. Und ich werde so lange die Map durchwechseln, bis wir da sind. Ich schneide euch das. Keine Sorge, ihr seht das gleich, was ich gleich vorhab. So, Planänderung. Wir versuchen mal ein bisschen mit Sombra. Und ich möchte was mit Torbjörn versuchen. Okay, das geht nicht. Ich wollte mal versuchen, ob man Teleporter aufs Auto werfen kann. Ob die halt eine Hitbox haben. Das wäre so wichtig. Kann man über die drüber springen? Nein. Okay. Genji kann natürlich über die drüber springen. Deswegen habe ich jetzt Sombra genommen. Aber, man kommt nicht hoch genug. Man kriegt die Beine weggezogen. Ja, und ich habe vorhin was Lustiges gesehen, weil ich habe mir gedacht, wie cool wäre es denn, wenn man da oben rumlaufen könnte. So, und dann habe ich hier angefangen. Das könnte später nützlich sein. Und schwupps, weg war sie. Mich hier hochzuwerfen. Vorhin ist was Lustiges passiert. Was jetzt nicht passiert. Gerade wurde ich zurückgesetzt. Ich bin jetzt ganz oben. Das ist halt jetzt nur Sombra, jo. Oder jemand, der gut klettern kann. Und die Dinger kann man hier nicht kaputt machen. Ich habe mich vorhin irgendwo reingebackt und wurde dann zurück. Empfänger aufgestellt. Gesetzt. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall kann man hier oben rein. Okay. Versuche ich das nochmal mit dem Auto. Ich möchte das mit dem Torbjörn versuchen. Oh Gott, okay, ich unterschätze den Wurf die ganze Zeit. Autos kann man nicht hacken, klar. Wie kriege ich das am besten hin? Wenn das Auto kommt am besten. Ich will mich jetzt nicht dahin teleportieren, damit der Tele schnell weg ist. Das wäre mega, wenn man da einen Torbjörn-Turm draufsetzen könnte. Na, der fliegt so langsam. Oh Gott. Okay, so, damit der schneller respawnt. Ich will was versuchen jetzt. Oh Gott. Der Seitenspiegel hat mich erwischt. Okay, versuchen wir erstmal Torbjörn. Ich glaube nicht, dass man was draufsetzen kann, aber es wäre lustig, wenn es geht. Auch hier so eine Junkrat-Mine oder so. Ich glaube aber auch nicht, dass die dann draufbleiben. Das wäre ziemlich crazy. Und ich will mal gucken, ob man da drauf kann. Mit, Oh, da muss man schon... Oh! Oh, oh. Da muss man verdammt schnell sein. Das geht nicht. Okay. Auch... Bastet hier. Vielleicht geht's. Aber ich glaube, das war die ganze Zeit rot. So, und jetzt versuche ich mal... Mit Widow, weil mit Sombra werden wir da nicht hochkommen. Ich kann dran hucken. Und sterben. Ist die Frage, gibt es einen Punkt, wo ich besser dran hucken kann, als da unten? Wo war ich stehen geblieben? Ja, schon ziemlich stylisch, wenn man auf die auf das Haus da vielleicht. Kann man auf das Haus? Blizzard ist ja immer so ein bisschen vorsichtig, was auf Häusern betrifft. Bei Overwatch. Die sind meistens... nicht begehbar. Nein. Okay. Hier drauf. Wenn ich die Kante da treffe. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay, ich glaube, man kommt da nicht drauf. Ich glaube, das haben die auch mit voller Absicht gemacht. Ich muss echt die Kante da treffen. Warte. Nee, so. Ah, nein. Oh Gott. Da geht einem schon die Düse, wenn man da runterfällt. Okay, haben wir noch einen Punkt, wo irgendwie verdammt hoch sind? Hallo E-Mail-Programm übrigens. Auch du mal wieder dabei. Okay, das ist auf dem Punkt jetzt relativ uninteressant. Der Jump-Pad müsste da sein. Ja, genau. So,
Soweit habe ich mich schon orientiert hier. Oh, da oben drauf wäre auch voll nice, aber das ist zu hoch. Hui. Die ballern halt auch voll hoch, die Dinger. Und man kann halt runterfallen und wieder hochfliegen. Habe ich halt vorhin gemerkt, als ich den Roadhog gespielt habe. Man kann hier halt schießen, zurückgehen, kommt wieder hoch und dann hockt man vielleicht ein oder so. Ist halt ganz geil gemacht. Kann man da drauf? Nein. Also auf Dächern ist hier überhaupt nicht so der Fall. Dieses Geländer kann man kaputt machen, das ist ziemlich nice eigentlich. Da kommen auch nur sehr gelenkige Charaktere drauf. Ich nehme mal den Punkt ein, damit der Counter hochgeht. So. Verteidigt ja jetzt keiner, ist ja kein Bot da. Oh, hier ist ganz geil vielleicht. Nee, man prallt direkt ab. Man kann da nicht hoch. Okay, alles klar. Aber ich will es nicht aufgeben. Ich glaube, die haben das geschützt. Ich glaube, da ist so eine Decke, eine Himmelsdecke oder so. Und dann haben sie da dicht gemacht. Ah, das wäre so cool, wenn man da drauf könnte. Es würde einem nichts bringen, aber es wäre cool. Nee, keine Chance. Okay. Kann man sich an ein Auto hocken? Nächster Mythos, den wir hier basten. Das geht. Ihr habt an meiner Reaktion gemerkt, dass ich damit nicht gerechnet habe. Oh mein Gott, wieso geht das? Blizzard. Oh nein, ich bin so tot. Oh. Ich will nochmal ins Auto. Scheiße, warum habe ich den Counter da angemacht? Wir wissen, was passiert, wenn man sich unendlich lange ans Auto huckt. Nochmal von vorn. Weil man kann ja eigentlich nicht sterben, weil man immer den Hook hinterher geht. Jetzt. Hui. Oh, das Auto, was hinter einem fährt, wird einen dann töten. Aber es geht. Oh, lol. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das funktioniert. Und damit verabschiede ich mich aus dieser kleinen, ich sag mal, Preview von Races. Die ist noch nicht auf dem richtigen Server, es wird noch dauern. Die wird im Januar wahrscheinlich erst auf dem richtigen Server kommen, hat Blizzard schon gesagt. Und ja, ich finde die Map schön. Und sie birgt einige Gefahren. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.